Ein Schlachtfeld. Gehen wir lieber zurück. Beschütze einen, beschütze alle. Die Inschrift aus der Festungskapelle. Das ist sie. Elia. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Aber sie starb allein. Was hast du, Hugo? Ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin am Leben. Ich werde leben. Na komm, mein Großer. Sehen wir uns mal das Tor an. Hm? Ich weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. Um nicht allein sein zu müssen. Ich hoffe, du hast für immer Frieden gefunden. Hast du eine Idee, wie wir das aufmachen können? Gehen wir lieber zurück. Was? Nach all dem? Komm schon. Fühlst du dich besser? Naja. Hey, wir sind alle erschöpft. Aber wir sind zusammen, oder? Na dann. Ja. Öffnen wir das Tor. Also, ich sehe zwei Hebel. Links und rechts. Da hinten ist noch eine Tür. Können wir erstmal gucken, was die Hebel machen. Sophia, ist auf dich Verlass? Alles klar. Was passiert dabei? Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Moment, das Ding, das aus dem Boden gekommen ist, ist das eine Kurbel? Denke schon. Okay. Kann ich dann jetzt quasi das hier machen? Alles klar. Immerhin. Der bewegt die mittleren Riegel. So, wenn ich jetzt aber aufhöre... Das hält nicht. Natürlich. Aha. Warte mal. Da kommt etwas aus der Wand. Das ist wohl eine Bremse, um die Riegel zu fixieren. Kann ich helfen? Ja, kannst du. Beziehungsweise aufgepasst. Wir gehen erstmal nach da hinten. Weil die dürften wir jetzt ja fixiert bekommen. Richtig? Richtig. Ach so. Er lässt wieder los. Los, Hugo. Alles klar. Okay. Dann kann ich ihr nämlich sagen, aufhören. Gerne doch. Dann sag ich ihr hier. Hilf mir bitte, Sophia. So gut wie erledigt. Weil dann kann ich nämlich hier an der Kurbel ziehen, richtig? Falsch. Hä? Scheiße. Ich meine, ich könnte es jetzt auch fixieren. Dann kann ich ihr dann, wenn ich das fixiert habe, ihr sagen, sie soll... Aufhören. Alles klar. So, kannst du für mich hier übernehmen? Nein, kannst du nicht. Okay.
So, Hugo macht da noch sein Zeug. Also der hält es noch fest. Wie viele Leute waren wohl nötig, um dieses Tor zu bedienen? Ich muss wieder dorthin. Ja, 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 ja. Ich glaube aber auch, dass wir das irgendwie blockiert bekommen. Dauerhaft. Ist halt jetzt nur die Frage, wie, wann und wo. Ist hier noch was? Nee. Wir brauchen noch Hilfe, um diese Tür zu öffnen. Ja und ja. Ein Karren? Was macht der denn hier? Genau. Sophia, kannst du das übernehmen? Gerne doch. Mach du mal auf, dann hol ich den Karren. Ja, 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 ja. Die muss einen Nutzen haben. Oh, viel passt. Nein, lauf doch, mach doch weiter. Kannst du hier rum? Nee. So, wenn ich das jetzt nehme. Kann ich nicht darauf schießen. Schade. Warte mal. Warte mal, wie. Wenn du jetzt. Halt! Loslässt. Gut, gut. Bleiben wir dieses Mal zusammen? Ich brauche Hilfe, Sophia. So gut wie erledigt. Jetzt habe ich's. Okay. Auf ihr passt. Sophia macht jetzt das Ding nach frei. Ich versuche den Hebel jetzt hier zu nutzen. Um zu ziehen. Damit haben wir das fixiert. Es klappt. Ein Riegel erledigt. Jetzt die anderen. Genau. So, dann kann man nämlich Sophia sagen, jo, hör mal auf. Lass es sein. Alles klar. Dann gehst du dahin. Sophia, ist auf dich Verlass? Wird erledigt. Danach schicken wir Hugo nach da. Kümmer dich drum, Hugo. Ja. Richtig? So müsste es gehen. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Versuchen wir es. Öffnen und jetzt wir das können Ding wir nämlich das Ding hier öffnen. Bin okay, ein perfekt. Ich bin nervös, muss ich sagen. Achso, ja, ich sollte vielleicht auch laufen. Es funktioniert. Ja, wer hätte das gedacht? Oh, was riecht hier so? Das ist nicht gut. Noch können wir es zumachen. Nein, wir suchen Basilius. Du meine Güte. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Das geht. Noch tiefer runter. Wir können noch zurück, Amicia. Nein, nein. Wir gehen durch das Tor. Zusammen. Okay. Wir sind da. Wenn du umkehren möchtest, Sophia, dann jetzt. Gehen wir. Ich glaube, sie ist die wenige, oder die. Also, ich glaube nicht, dass sie zurückkehren will. Alter, was ist denn hier los? Was atmen wir hier ein? Ein Rattennest. Aber die Luft ist viel stickiger. Das ist schon sehr lange hier. Seit Basilius? Ja. Oh. Ich fühle mich komisch. Dein Kopf? Ein Geräusch. Sei tapfer. Was ist das? Nicht gerade einladend. Sehen wir weiter. Hat das was bewirkt? Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Alter. Scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier, da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Ey, jetzt ernsthaft? Ich soll jetzt da unten spazieren gehen, oder was? Das könnte klappen. Ich gehe vor. Sei vorsichtig.
Das wird nicht gut ausgehen. Zurück. Moment, diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Ah, okay. Und die sind hier blockiert? Der ist blockiert. Das muss klappen. Hey, ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten, sie halten die Brücke. Ja, und ja, aber. Da fehlt noch ein Stück. Da hinten. Alles klar. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Wir warten auf dich. Okay. Okay, also, erstmal wieder Feuer anmachen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier wieder runterkommen. Komm schon. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Ja. Viel sturer als die. Ja. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Versprochen. Danke, Sophia. So, wie mache ich das jetzt? Ich würde gerne zu den Stöcken. Haben wir? Amicia, geht's dir gut? Ja, gut. Alles gut. Ich fühle mich eingekesselt. Gut. Nur nicht unachtsam. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Na, hab ich's nicht gesagt? Oh Gott. Zum Glück gab's wieder diesen wunderschönen Feuerpfeil. Am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch. Weiter so, du schaffst es. Natürlich. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir denn wieder da hoch?
Okay. Hey, ich bin hier! Alles in Ordnung? Mehr griechisches Feuer! Ich schick dir einen Tank, um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt! Bleib zurück, Hugo! Ab geht die Post! Ich sehe ihn! Gefangen! So, und jetzt? Ach so. Hat es geklappt? Einwandfrei, danke. Ich gehe zurück zum Wagen. Ja, schnell. Fast geschafft. Ah! Und weiter. Konzentrier dich. Das war ging so. Schnapp dir, was du finden kannst und dann... Clever war anders. Dann überlebt er. Wait. Würde das gehen? Würde doch gehen, oder? Also, kann ich? Ich will an diese Kiste! Da komme ich nicht hin. Ich komme nicht an die Kiste! Das nervt mich! Da ist Loot drin. Wahrscheinlich richtig gut. Du bist hier. Hey, du bist hier. Schon gut. Alles gut. Lass es raus. Willst du eine Pause machen? Nein, gehen wir weiter. Ich bin jetzt hier. Los. Ich habe Angst und bin traurig, Amicia. Ich weiß, wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich habe Angst. Das heißt, wo... Das Ende der Brücke. Dieser Geruch. Finden wir heraus, wo sie kann hinführt. Kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Wer sind Sie? Ich will nicht. Aber wir sind jetzt schon wieder Sie. Wir müssen... Die Beschützerin? Gott, es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Also, ist er hier unten? Ja, irgendwo im Herzen dieses Ortes. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Ich will's nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Okay. Hugo, bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so. Aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du... Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja. Mein Kopf. Sie wird lauter. Also die Stimme meint ja mit sie, oder? Ich will ihn aus meinem Kopf. Also ihn. Wir sind gleich da. Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Ja, oder aus. Du, wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf, du musst mir vertrauen. Das ist noch kein gutes Ende. Ich kann nicht. Amicia, Sophia,
denn? Bitte, ich weiß. Nein, weißt du nicht. Warum tust du das? Amicia. Komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor mir selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Wir halten durch. Okay. Komm schon. Das. Der Träger. Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm, vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die Justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia, sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe... Du stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten. Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahm ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte. Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weg hier! Schnell, schnell! Lauft! Nach rechts! Sie wollen nicht, dass ich gehe! Das können Sie vergessen! Spart euren Atem! Bleibt bei mir! Ja, Lisa? Ach was. Ignorieren! Oh Gott, sie lassen nicht nach! Alles stürzt ein! Ja, ja. Wir können es schaffen! Ja, wir versuchen es! Los, hoch, schnell! Ich versuche es! Hektik, Panik, alles auf einmal! Kommen wir denn hier wieder raus? Also. Lasst uns! Beachte sie nicht, Hugo! Atme und lauf! Wo ist Sophia? Sophia! Ich bin hier! Ist ein Ausgang? Noch nicht! Weiter! Wie noch nicht? Immer noch nicht? Also. Nein! Was? Sie kommen! Es sind so viele! Kommt, kommt! Meine Beine! Ja, ja, endlich! Sie stürzt ein! Amicia! What the?
fuck? Oh Gott. Hoffentlich stecken die da drin fest. Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe, dass du zweifelst, aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden. Okay. Kapitel 12. Ein besseres Leben. Aber hört er denn, also... Ich dachte, wir wollten ein Heilmittel, weil dann wird er wieder gesund. Oder nicht? Also, das nimmt doch, also... Ja, mal gucken. Deswegen sind wir doch eigentlich auf die Insel gekommen. Es wird einfach nicht besser. Ja. Und das, obwohl sie ein Mittel gegen die Naga einsetzen. Andere haben das auch und starben dann doch. Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Aber... Es geht nicht mehr nur allein um die Insel, Hugo. Wir müssen hier weg, sonst verdammen wir noch alles. Also das heißt, wir verlassen jetzt die Insel, erreichen den Hafen. Okay, ja, wir verlassen die Insel. Okay. Das Spiel hat 17 Kapitel. Vielleicht finden wir doch noch was, um Hugo zu retten. Ah, okay. Hier geht's runter. Ja. Oh. Oh. Er ist tot. Ja, stimmt. Es muss sein. Tut mir leid. Ja. Verzeihung. Kommt, gehen wir. Gut, ab jetzt gehen wir ruhig und mit Bedacht vor. Kein unnötiges Risiko. Hugo, sag uns, wenn du dich komisch fühlst. Mach ich. Ich will hier endlich weg. Aber jetzt können wir doch einfach... Also gut, zum Hafen. Also, kommt. Ist doch eh keiner mehr da, oder? Hey, Madame! Ja, hallo. Was ist das jetzt? Ihr seid doch die Gäste der Gräfin. Seid ihr verletzt? Nein. Nein? Uns wurde befohlen, euch zu eskortieren, und zwar zum Palast. Eigentlich wollten wir soeben... Ihr habt Besuch. Besuch? Wen? Eure Mutter und ein Junge. Oh, natürlich. Denkst du, dass sie böse auf uns ist? Nein. Keine Ahnung. Ich... Würde ich jetzt so nicht sagen. Wir sollten sie sehen. Es ist schon lange her. Ja... Weglaufen bringt hier wohl nichts, denke ich. Wow. Seht euch nur mal an. Nur eine Mutter kann dazu in der Lage sein. Also gut. Wisst ihr was? Ich gehe zum Hafen und bereite das Boot vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Für dich. Was auch passiert. Du musst die Flamme am Leben halten, ja? Ja. Sei vorsichtig. Halt die Keine Sorge. Ich habe von euch beiden gelernt. Zeigt uns den Weg. Na dann.
Was sagen wir ihr? Die Wahrheit. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Und ich bin schuld. Ich verteidige dich, mein Held. Schnell, bevor sie zurückkommen. Wird der Palast standhalten, mein Herr? Vorerst. Der Graf hat den Leuten die Tore geöffnet. Aber es gibt zu viele Tote und Verletzte. Haben wir gesehen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was die Mutti uns... Vorsicht! Zurück! Oh, wie der kaputte Wagen, den wir gesehen haben. Ja. Wo haben sie das her? Ihr seid sicher, solange ihr in diesem Bereich bleibt. Aber draußen, ohne Licht. Ja, das wissen wir. Wie auch immer, jetzt seid ihr sicher. Ja, aber auch nur die Leute im Palast, ne? Also, wenn jetzt da nicht das ganze Dorf geplant? Untergebracht. Noch nicht. Erst wenn sich alle versammelt haben. Also, Stellung halten! Macht mehr Feuer auf der Hauptstraße! Los, schneller! Die Flammen müssen lodern! Ich brauche hier Hilfe! Sieht aus wie im Krieg. Helft mir bitte hiermit! Die Ratten rücken an der Ostflanke vor! Wir brauchen nur Fackeln! Sie müssen hier weg. Ja, niemand kann sie besiegen. Alle nicht Kombatanten rein! Meine Sachen! Ihr könnt sie reinbringen. Alles klar, verstanden. Viel Glück. Bringt Gräben an und füllt sie mit Teer. Lasst sie ununterbrochen brennen. Eine Lücke und der Palast könnte fallen. Und wenn die Ratten in den Palast gelangen? Dann seid ihr tot. Ich will Feuer sehen. Wurde der Karren repariert? Wir brauchen ihn schleunigst am Wall. Noch einer. Ach, hör doch oh auf. Gott, warte. Das Ding ist so alt, ich dass es jederzeit lassen. Hochgehen könnte. Hier oben sind Verletzte. Ist kein schöner Anblick. Das Kind sollte lieber wegsehen. Ich wollte gerade sagen, müssen wir denn wirklich hier durch? Trotzdem, sieh nicht hin. Da sind noch mehr. Mein Arm! Es brennt! Das sind die, die gebissen wurden. Nein. Ja, bald breitet es sich aus. Nein! Es ist vorbei. Lass ihn zurück. Nein! Oh, no, 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 no. Es kommen noch mehr verletzt. Ist das die Ankunft des Sohnes? Der Sohn sollte uns in helle Tage führen. Nicht in dieses Gemetzel. Ruhe! Keine Zeit für Diskussionen! Kinder! Der Sohn stellt uns auf die Probe. Verliert nicht den Glauben. Kündigen die Ratten wirklich sein Kommen an? Kehrt euch. Warum bringt ihr uns um? Besucht dich eure Wieso viel Glück? Betet. Ist doch, geht, betet zu ihm. Ist doch jetzt unsere Mutti nur. Warum für unsere Mutti?